Hallo ihr Lieben, heute gibt's extra für meinen neuesten Fan Möhrengrün ein kleines Video zwischendurch. Ich will ja im Sommer das Gehege neu bauen und habe mir gedacht, ich mache es bis dahin mal wieder ein bisschen behaglicher und habe mich darum endlich mal wieder hingesetzt und habe den Schweinen ein paar Hängematten genäht. Das geht im Grunde ganz einfach, ein einigermaßen großes, viereckiges Stück Stoff. Das wird eingesäumt mit Schrägband, mit dem Schrägband macht man an den Ecken auch Schlaufen. Und dann zimmert man geschwind so einen Unterstand. Ich habe jetzt da hinten diesen etwas größeren gemacht. Und dann hängt man da die Hängematten drunter und dann wartet man ab, was passiert. Ich glaube nicht, dass die Schweine sich an die letzten Hängematten, die ich hatte, noch erinnern können. Die werden eifrig beschnuffelt und benagt, aber reingelegt hat sich noch keiner. Bin sehr gespannt. Vielleicht muss ich Ihnen mal die Fotos von vor 3 Jahren zeigen. Vielleicht erinnern Sie sich dann wieder. Ja, Pirelli, was hängt da rum, hä? Es gibt aber noch was anderes zu berichten. Ich habe wieder ein Sorgenschweinchen, nämlich Marzipan da hinten, der sich da gerade versteckt hat. Marzipan geht es sehr schlecht. Er hat seit Freitag weder gefressen, noch getrunken, noch geköttelt oder überhaupt irgendwas gemacht. Ich muss ihn momentan zwangsernähren, was ihm überhaupt keinen Spaß macht. Wir waren am Freitag das erste Mal zur Tierärztin, heute ist Montag, heute werde ich wieder gehen. Er hat stark abgenommen, ist lustlos. Also die Ursache von seinem Nichtfressen am Freitag war ein zu langer Backenzahn. Der ist auch gekürzt worden. Er kann theoretisch kauen, warum er das nicht macht, ist noch sein großes Geheimnis. Er kriegt auch Schmerzmittel gegen die wundgeriebene Zunge, aber es geht ihm sichtlich nicht gut. Er hockt immer nur da wie ein Trauerkloß. Und alles, was ich bisher versucht habe, alle seine Lieblingsspeisen, das fruchtet alles nicht. Der guckt mich immer nur an und denkt sich, was willst du eigentlich? Na, die anderen kümmern sich um ihn, aber wirklich helfen können sie ihm auch nicht. Ja, du armes Marzipanschwein. Wer weiß schon, was ihm blüht, dass ich ihn gleich wieder rausangeln werde und noch einen letzten Versuch mit Möhrenbrei unternehmen, den ich gerade gekauft habe. Und ansonsten wird er eingedost und dann gehen wir zum Tierarzt und dann melde ich mich danach nochmal. So ist das halt, wenn Tiere alt werden. Marzipan ist jetzt 5¼, das ist kein junges Tier mehr. Und dann passieren solche Sachen. Damit werde ich jetzt in Zukunft öfter rechnen müssen. Pirelli wird in diesem Jahr 7. Und Sweety, Bacardi, Cookie, die sind alle auch schon über 5. Na, das wird jetzt hier aussterben mit der Zeit, fürchte ich. Wobei Pirelli jetzt für ihre über 6 Jahre noch sehr fit ist. Ne, gell, Pirelli? Du bist eine fitte Oma. Eine fitte, dicke Oma. Bacardi, du sollst da nicht dran nagen, du sollst da reinspringen. Vielleicht muss ich Ihnen das nachher mal zeigen. Also bis später. So, jetzt sind wir wieder da vom Tierarzt. Also die Tierärztin ist auch ratlos, genauso wie ich. Marzipan hat jetzt was... Wo willst du denn jetzt hin hier? Marzipan hat jetzt was gekriegt, was seinen Appetit fördern soll und seine Verdauung. Außerdem muss ich ihm Saab Simplex geben, dass er nicht aufgast und an der Decke schwebt. Weil ich kann ja nicht immer nur vorne reinstopfen und hinten fällt nichts raus. Das funktioniert ja nicht. Ja, und jetzt müssen wir abwarten. Entweder ist das nächste Video dann eine von Marzipans Fressattacken oder sein Nachruf. Also lange geht das nicht mehr. Er hat nur noch 750 Gramm. Ja, müsst ihr anderen gucken. Wo ist das Marzipanschwein gewesen? Müssen alle mal riechen. Jetzt riecht er bestimmt ganz merkwürdig. Marzipan hat die Schnauze gestrichen voll. Ich kann es ihm auch nachfühlen, aber was soll ich machen? Ich kann ihn ja nicht einfach eingehen lassen. Armer Marzipan. Nachher muss ich ihm nochmal eine Dose Saab Simplex verpassen und den Bauch massieren in der Hoffnung, dass es irgendwas bewirkt. Genau, sag mal ganz lieb zu ihm, Fluffy. Ha? Das ist ein armes kleines Marzipanschwein. Ist nichts mehr übrig vom Rudelterroristen.
Fluffy, ich ernenne dich hiermit zur Oberschwester. Oberschwester Fluffy hat das Kommando. Also ich halte euch auf dem Laufenden, was sich ergibt, ob sich was ergibt. Ihr werdet es ja sehen. Also bis bald. Immerhin, er putzt sich noch. Ich werte das als gutes Zeichen. Hey Fluffy, und du musst deine neugierige kleine Fluffy-Nase überall reinstecken. Und tschüss.